ein schönes Land. Ein niedliches Land mit Musikanten und braven Leuten. Ein Brucknerland voller Jagdeifer und Erntefleiß und voll Dienstbarkeit und Duldsamkeit und Ruhe und Frieden. Aber wenn man die... Die Schauspielerin Maria Hofstetter liest Weiling, Land und Leute. Und Leidenschaften gibt's nicht nur in Spanien oder so. Und Fleiß nicht nur in Deutschland. Und Laster nicht nur in Paris. Und Sex nicht nur am Porno in Dänemark. Ja, eben. Ein vergessener Bauernroman, ein erprobtes Geigertrio und eine erfahrene Schauspielerin. Das ist das Geheimnis hinter dieser neuen Produktion des Musiksommers Bad Schallerbach. Nach einer Idee von Intendant und Geiger Peter Gilmeier. Er könnte sich vorstellen, dass er damit was anfangen kann. Und so war es auch. Nur war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ja alles in klein, also alles klein geschrieben, ohne jede Interpunktion. Also da wirft es einem schon immer wieder aus der Kurve. Weiling liegt im sogenannten Brucknerland. Daher liegt auch die Musik Anton Bruckners nahe. Das Geigertrio ist historisch verwurzelt in der Besetzung von zwei Violinen und einem Kontrabass. Wir haben Bruckner von unserem Kontrabassisten Alvin Stapel, der Solobassist des Bruckner-Orchesters ist, arrangieren lassen. Der hat das grandios gemacht, wie ich meine. Und dann haben wir noch einige Landler dazu genommen, unter anderem zwei, die Bruckner ziemlich sicher auch selber gespielt hat in seiner ersten Lehreranstellung im Müllviertel. Der Bauernroman des Max Metz hat unmittelbar nach Erscheinen 1970 für Aufsehen gesorgt. Der vermeintlich schriftstellende Bauer sollte sich für seine unverstellte Schilderung des Landlebens sogar über einen Literaturpreis freuen dürfen. Hinter dem Pseudonym Max Metz steckte aber der durch seine kommunistische Haltung wenig erfolgreiche Autor Karl Wiesinger. Und das hat Karl Wiesinger dann einfach genutzt und hat sich gedacht, mit Pseudonym, sozusagen, das kann ich auch. Und der Literaturbetrieb hat es aber auch wirklich geglaubt, dass er ein Bauernbursche ist, ein ungebildeter, also sozusagen ein literarischer Rohdiamant. Und wie man dann halt drauf kam, dass dem nicht so ist, war es erstens ein Literaturskandal und Karl Wiesinger wurde wieder vergessen. Die Kadi und ein Knopf von ihrem Wollkleid ist abgerissen. Aus den Zwirn, und Chlorkadi, sag ich im Lal. Und das Maschel an ihrem Busenhalter schaut aus dem Kleid. Ja, seit ich mit ihr in dem schweinischen Film von der Mutzenbergerin war, ist sie sehr großzügig mit ihrem Busen. Im Kino geht es ja, aber bei der Landarbeit immer mit nackten Brüsten, der Sonnenbrand und so. Maria Hofstetter macht natürlich unglaublich toll als Oberösterreicherin und mit der Musik rund um Peter Gilmeier einfach ein wunderbarer Abend. Sie redet genauso, ich bin auch aus dem Müllviertel, wie man immer geredet hat. Und nachdem wir hier da auch vom Land sind, entdeckt man die Realität da in diesem Roman. Weil er so ein bisschen in vielen Sachen dem entspricht, was geschehen ist. Weiling, Land und Leute ist ein Abend von insgesamt 5 in der Reihe Anton Bruckner 200 beim Musiksommer Bad Schallerbach und eine Eigenproduktion obendrein.